Hallo, mein Name ist Anja. Ich bin Trainerin für den Reha-Sport und für Fitness 50 Plus und möchte euch heute ein kleines Workout zeigen, was ihr zu Hause machen könnt. Ihr braucht nicht viel Platz, nur eine Matte. Wir starten einfach mal. Wir setzen uns locker hin. Wer mag im Schneidersitz, aber so, dass er bequem sitzt. Wir nehmen die Hände nach vorne, Handflächen zeigen nach oben. Wir atmen als erstes tief ein, führen die Arme dabei nach hinten. Und aus, Arme wieder nach vorne. Handrücken zueinander. Beim Einatmen, Arme öffnen, Daumen zeigen nach hinten. Beim Ausatmen, Handrücken zueinander. Noch einmal einatmen, die Arme öffnen, Handrücken nach unten und Handrücken wieder zueinander. Wir senken die Arme ab. Stützen uns auf unsere Unterarme, heben die Beine an und fahren einen Moment Fahrrad, um unseren Kreislauf wieder etwas in Schwung zu bringen. Wir bereiten den Körper auf ein kleines Workout vor. Wir fahren gerade, dann nehmen wir die Beine ein wenig zur Seite. Fahren zur rechten Seite rüber. Und wieder in die Mitte kommen, weiterfahren. Und zur linken Seite rüber, kippen die Beine und fahren. Fahren noch einmal mittig. Und dann fahren wir mal rückwärts. Spürt, wie langsam euer Körper warm wird. Dann schließen wir die Beine. Setzen die Füße auf, kommen nochmal in den aufrechten Sitz. Wir fassen die Hände an die Kniekehlen, Arme sind gebeugt. Jetzt schieben wir den Rücken rund, etwas nach hinten und wieder geraden Rücken aufrecht. Noch einmal nach hinten, etwas absenken, spannt den Bauch an, zieht hier den Bauchnabel zur Wirbelsäule und wieder aufrichten. Absenken und aufrichten. Wir grätschen die Beine ein wenig, stützen uns auf, schieben die Brust nach vorne raus, halten das einen Moment und lösen. Noch einmal aufsetzen, die Hände, Brust vorne raus. Lösen, einmal noch aufsetzen, Brust raus, einen Moment halten, Beine schön gestreckt und lösen. Dann nehmen wir die Füße ran, fassen ein Bein und legen vorsichtig nach hinten ab. Stellen den Fuß auf. Achtet darauf, dass ihr nicht den Kopf hinten in den Nacken nehmt, sondern schön in die Verlängerung der Wirbelsäule. Wir heben beide Beine an, ziehen die Fußspitzen zu uns ran, flexen den Fuß. Achtet darauf, dass eure Waden nicht da runterkippen, sondern dass ihr die Waden in etwa parallel zum Boden habt. Jetzt schieben wir das rechte Bein weg und wieder ran. Das 10 Mal. Wir sind jetzt bei 6, 7, 8, 9, 10. Nehmen das Bein ran und wechseln die Seite. Wir machen auch mit dem linken Bein
Zehnmal. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Wir nehmen die Beine ran und stellen die Füße nacheinander ab. Dann nehmen wir die Arme zur Seite zur Stabilisation. Lassen die Beine mal von rechts nach links kippen. Wir versuchen die Knie dabei geschlossen zu halten. In die Mitte. Dann heben wir erneut beide Beine angewinkelt an, nehmen die Arme wieder neben den Körper. Wir tippen mit dem rechten Fuß auf den Boden. Das andere Bein bleibt fixiert. Körper nehmen. Wir legen
den rechten Fuß auf das linke Knie, heben jetzt das linke Bein an, drücken. Das Knie etwas nach außen, greifen jetzt mit der rechten Hand zwischen beide Beine durch und fassen das linke Bein am hinteren Oberschenkel und ziehen das Bein jetzt etwas zu uns ran. Damit erzeugen wir eine Dehnung hier hinten in diesem Bereich. Wir lösen die Hände, stellen den Fuß einmal ab. Dann heben wir das Bein an und absenken. Während wir anheben, nehmen wir Kopf und Schulter mit hoch. Und anheben und ab. Und anheben und ab. Und anheben und ab. Sieben. Fuß lösen und Seitenwechsel. Den linken Fuß auf das rechte Knie legen. Jetzt das linke Knie wieder nach außen schieben. Mit der linken Hand zwischen den Beinen durchgreifen. Beide Hände fassen den rechten Oberschenkel von hinten. Und wir ziehen das Bein einfach mal zu uns ran. Drücken wieder mit dem Ellbogen das Knie etwas nach außen. Dann lösen wir die Hände, stellen den Fuß einmal ab und heben jetzt auch auf der Seite das Bein an und absenken. Und anheben und absenken. Auf Schulterhöhe
ziehen. Kleine Bewegung nach hinten. Zieht die Schulterblätter zusammen. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Lösen. Wir nehmen die Beine nach vorne. Mach mal ein kleines Päckchen. Schaukel einmal ganz locker ein wenig von rechts nach links. Nimm den Kopf mit rein. Lösen wir das Bäckchen langsam auf, kommen in den Grätschsitz, richten uns einmal auf und versuchen mit geradem Rücken, so weit es geht, nach vorne zu kommen. Wenn ihr bis da kommt, ist das super. Wer die Unterarme ablegen kann, legt die Unterarme ab. Geht so tief bis an den Punkt, wo ihr merkt, jetzt spürt ihr die Dehnung hier auf der Innenseite. Wenn es euch im Rücken schmerzt, dann bitte stoppen. Wichtig, nur da bis dahin, wo es anfängt weh zu tun. Ihr könnt mit den Händen nach vorne greifen und mal einen Moment in dieser Dehnung halten. Dann nehmen wir die Hände wieder an den Körper, richten uns auf, atmen zum Abschluss noch einmal tief ein und aus. Tief ein. Und aus. Und ein letztes Mal. Ein. Und aus. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Mitmachen. Entschuldigt den einen oder anderen kleinen Fehler. Erfahrung mit Videotraining habe ich noch nicht. Werden wir alle jetzt in dieser schweren Zeit bekommen. Dankeschön. Passt auf euch